qualitativ hochwertige und wirtschaftliche, hausärztliche, fachärztliche und physiotherapeutische Versorgung zu erhalten, zu sichern und zu verbessern. Probleme wurden eben angesprochen. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Meinecke. Zwei Worte vorneweg. Mein Name ist Matthias Cornier. Ich bin einer von drei Vorstandsmitgliedern in der KV. Die KV ist eine Selbstverwaltung, gewählt von 4.000 Ärzten. Wir sind also 4.000 Ärzte ungefähr hier im Land. Und diese 4.000 Ärzte wählen ihr Ärzteparlament, das ist die Vertreterversammlung, sozusagen wie der Bundestag. Und dieser Bundestag, also bei uns die Vertreterversammlung, wählt den Vorstand. Das sind drei Leute bei uns in Sachsen-Anhalt. Ein Hausarzt, das ist Herr John, der heute in Berlin ist. Ein Gynäkologe als Facharzt, das ist Herr Gröning. Und ich als Nichtarzt mit einer ökonomischen Ausbildung, der zwischen den beiden Fachärzten sitzt und versucht, die Geschäfte der KV zu führen. Was machen wir als KV? Wir sind nicht ganz so haltungslos, in Anführungsstrichen, und rahmenlos, wie Herr Minister Bischof jetzt gesagt hat. Wir sind schon relativ intensiv eingebunden in ein Regelungsgefüge auf der Bundesebene und Landesebene, was wir überhaupt tun dürfen. Und wir haben drei Hauptaufgaben als KV. Das ist zum einen die Sicherstellung der Versorgung, das, was Sie gerade vorgelesen haben, dass wir versuchen, möglichst jeden Tag zu jeder Zeit einem Bürger eine ärztliche Versorgung zu ermöglichen. Also sowohl zu Sprechstundenzeiten als auch abends zu sprechstundenfreien Zeiten. Das ist der von den Ärzten nicht so beliebte Notdienst, völlig klar. Und wir versuchen, die Gewährleistung der Versorgung zu organisieren. Das bedeutet, dass wir über verschiedenste Vereinbarungen mit den Krankenkassen die Qualität der Versorgung überwachen. Wir haben über 60 Kommissionen, ärztliche Kommissionen, die ihre Kollegen dabei überprüfen, ob gewisse Leistungen qualitäts- und qualifikationsorientiert durchgeführt werden. Das heißt, Ärzte überprüfen sich selbst, ob die Tätigkeit ihrer Kollegen praktisch den Qualitätsansprüchen genügt. Der dritte Punkt ist, wir versuchen mit den Krankenkassen Lösungen zu finden im Vertragsbereich, wie wir das Land mit medizinischer Versorgung zu organisieren, unabhängig von den Bundesregelungen. Das heißt, wir haben eine Vertragsmöglichkeit mit Krankenkassen, Versorgung zu organisieren. Da sind wir in Sachsen-Anhalt nach meinem Dafürhalten aufgrund der Tatsache, dass wir die Probleme, die wir hier mit der Versorgung haben, einfach circa 5 Jahre eher kriegen als die alten Länder. Ich muss es einfach mal so sagen, wir sind von der Problemlage 5 Jahre früher dran, sowohl was Arztmangel angeht, als auch was Alter der Bevölkerung angeht und damit Morbiditätsverdichtung. Denn das sind die beiden Problembereiche, die wir relativ frühzeitig hier zu spüren bekommen. Durch Abwanderung der Bevölkerung verdichtet sich die Morbidität der Bevölkerung. Das heißt, es sind einfach sehr, sehr viele alte Menschen da mit einer relativ hohen Krankheitslast. Es ist gut, dass wir älter werden. Die älteren Patienten müssen versorgt werden. Und für diese Versorgung der Patienten stehen einfach deutlich weniger Ärzte zur Verfügung, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, da treffen zwei Phänomene aufeinander. Zum einen die älter werdende und auch kränker werdende Bevölkerung. Und auf der anderen Seite ein beginnender und sich teilweise schon deutlich abzeichnender Ärztemangel, insbesondere im ländlichen Bereich. Da sind die Städte Bernburg und Magdeburg und Halle auch noch einigermaßen von verschont. Aber auch dort gibt es deutliche Wartezeiten im Hausarztbereich, da gibt es deutliche Wartezeiten auch im fachärztlichen Bereich. Und wir versuchen, unabhängig von den Regelungen, die uns auf der Bundesebene gegeben sind, mit Krankenkassen vor Ort Lösungen dafür zu finden. Da haben wir Partner gefunden, auch das Ministerium, dem Herr Minister Bischof vorsteht, welches den Titel Gesundheit verloren hat. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Sie sind sozial und Arbeit jetzt, aber Gesundheit nicht mehr, dennoch dafür verantwortlich. Wir haben diverse Projekte mit dem Ministerium aufgelegt, mit der AOK aufgelegt, die sich auch für die Versorgung zuständig zeigt hier im Land. Als einzige Kasse noch, als einzige richtige regionale Kasse vor Ort, die sich für die Menschen letztendlich, ich weiß nicht, 700.000, 800.000 Menschen bei der AOK verantwortlich fühlt, um Probleme zu bewältigen, die wir relativ frühzeitig erkannt haben, die jetzt auch eingeflossen sind in dieses Versorgungsstrukturgesetz. Als Beispiel Filialpraxen. Das wird von einigen ärztlichen Kollegen auch ein Stück belächelt. Aber es ist für uns einfach ein Modell, was wir ausprobieren wollen. Wo wir sagen, in der Altmark, eine sehr, sehr dünn besiedelte Gegend, wo sich an vielen Standorten überhaupt keine ärztliche Versorgung für eine komplette Praxis lohnt. Da kann kein Arzt mehr in einem Ort tätig sein, in dem nur noch 300, 400 Patienten leben. Da lohnt sich keine Praxis, da kann man nicht mehr tätig sein. Das heißt, wir versuchen, über diese Filialen Ärzte zu bündeln, die tageweise, teilweise mit unterschiedlichen Fachrichtungen, dort vor Ort tätig sind und entsprechend sich Arbeiten teilen und auch aus ihrer normalen Praxis stundenweise oder tageweise rausfahren. Das ist ein Modell, was wir seit 3 Jahren, glaube ich, in etwa geplant und begonnen haben. Und das ist auch eingeschlossen in dieses Versorgungsstrukturgesetz als ein Modell. Wir machen seit circa 5 Jahren die ehemalige Schwester Agnes. Wir erinnern sich noch alle, Agnes fährt mit dem Moped durch die Gegend.
mit der Schwalbe. Wir nennen das anders, die heißt nicht mehr Agnes, die heißt Vera, Name war verbraucht, die heißt jetzt anders, aber de facto versuchen wir praktisch aufgrund der Tatsache, dass sich das Krankheitsbild auch, dass sich das Patientengut in der Praxis ändert, nämlich viel mehr multimorbide Patienten in einer Hausarztpraxis, versuchen wir praktisch über die Ausbildung von oder Qualifizierung von Arzthelferinnen dem Arzt Unterstützung in der Praxis zu bieten. Das Modell ist jetzt auch in die Regelversorgung übergegangen, in den EWM eingegangen, das ist der Bewertungsmaßstab für die Ärzte. Wir haben ein Stipendienprogramm aufgelegt, welches eingegangen ist in das Versorgungsgesetz. Also wir haben schon ein paar Dinge gemacht, die wir relativ frühzeitig gemeinsam mit den Partnern gemacht haben. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, es gibt einzelne Bereiche, da finden wir einfach keinen Arzt, trotz aller Bemühungen. Wir haben jetzt gerade vor 6 Wochen mit den Krankenkassen in einem sogenannten Landesausschuss eine Regelung für 2012 getroffen, dass wir Ärzten, die ab Januar zu uns nach Sachsen-Anhalt kommen, in bestimmten Bereichen, die unterversorgt sind, Investitionszuschläge geben, bis zu 60.000 Euro. Also wir fassen Geld an und sagen, wenn ein Arzt in eine Region, Altmark und verschiedenste Bereiche des Landes geht, sind wir bereit, Krankenkassen und KV praktisch Geld in die Hand zu nehmen, um ihn dort anzusiedeln. Der Arzt muss sich verpflichten, eine gewisse Zeit tätig zu sein dort vor Ort, um letztendlich die Versorgung aufrecht zu erhalten. Wir finden ganz einfach in diesem bundesrepublikanischen Wettstreit um Ärzte, das ist so, wir ringen mit anderen Bundesländern um Ärzte, finden wir einfach nicht ausreichend Ärzte, um die Versorgung perspektivisch aufrechtzuerhalten. Deswegen denken wir uns haufenweise Instrumente aus, die wir ausprobieren, wo wir einige gute Mitstreiter haben, wo wir sicherlich auf der Krankenkassenseite noch mehr Verbündete brauchen. Und das ist das, was wir als Land Sachsen-Anhalt als KV tun. Also wir, ich glaube, Sie hatten gesagt, wir bemühen uns, oder wie es heißt, bemühen im Zeugnis, ist ja immer eine 6, glaube ich, oder eine 5. Also wir versuchen, das, was man uns in die Hand gegeben hat, als Instrumentarium bestmöglich zu nutzen. Allerdings ist das Instrumentarium auch begrenzt. Insbesondere, ein letzter Satz noch, ist die Geldmenge begrenzt. Das ist ein Punkt, wo wir seit Jahren, ich glaube auch, Herr Minister, bei Ihnen im Haus, auch in Ihrer Person Verbündete gefunden haben, auch durch einen Bundesratsantrag jetzt erst vor 6, 8 Wochen, wo wir gesagt haben, die Länder mit einer unterdurchschnittlichen Vergütung, und das ist Sachsen-Anhalt, wir liegen in der Vergütung pro Kopf, also das, was die Krankenkassen bezahlen, liegen wir in Sachsen-Anhalt als auf dem vorletzten Platz. Hinter uns liegt nur noch Westfalen-Lippe. Es ist also kein Ostproblem mehr. Es ist ein generelles Problem von Regionen, in denen verstärkt Krankheiten auftreten und die eine schlechte Vergütung haben. Sachsen-Anhalt zählt oder steht auf dem vorletzten Platz. Drittletzter ist, glaube ich, Thüringen. Da sind also auch die Herr Lemme und ihre KV-Kollegen oder ihre KV-Partner vor Ort gefragt. Wir sind dort deutlich unterdurchschnittlich bei überdurchschnittlicher Mobilität. Das heißt, mehr Krankheitslast und schlechte Vergütung. Das muss man jetzt mal einem jungen Arzt sagen. Komm nach Sachsen-Anhalt, du kriegst weniger Geld als im Westen und du hast mehr Patienten zu versorgen. Und dann hast du vielleicht weniger Theater, aber du hast top Kinderausbildungsmöglichkeiten, du hast eine super Kinderbetreuung, du hast sicherlich viel, viel günstigere Mieten, du hast eine relativ gute Infrastruktur im Land, aus meiner Sicht. Aber die Bedingungen Verdienst und Arbeit sind deutlich mehr bzw. schlechter. Die Kombination ist für den Arzt ungünstiger, als wenn er meinetwegen nach Berlin oder sonst wo geht. Und jetzt muss man das Problem versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und da bin ich bei Ihnen aus der Bundespolitik jetzt. Das Gesetz schafft das nicht. Im Moment das Vorliegen, da sind ein paar gute Ansätze drin. Aber das Gesetz schafft es im Moment, also das Vorliegende, der Gesetzesentwurf, der ab Januar sehr wahrscheinlich in Kraft treten wird, nach meinem Kenntnisstand, schafft es nicht hundertprozentig diese Konstellation, wie kriege ich Ärzte wirklich nach Sachsen-Anhalt, da wo sie gebraucht werden und in Berlin vielleicht nicht an jeder Ecke sich auf den Füßen rumtreten müssen. Wie kriegt man das hin? Die Fallzahl bei uns ist deutlich überdurchschnittlich bei allen Ärzten, nicht nur bei Hausärzten, auch bei Fachärzten. In Berlin ist sie deutlich unterdurchschnittlich. Wie kriegt man diese 10% Ärzte dorthin bekommt, wo die Versorgung ist? Das ist, denke ich, das Problem, wo Politik Vorschläge machen muss und wir natürlich auch. Ich will da nicht auf die Politik zeigen, wir müssen die umsetzen. Wir können gerne uns mit in den Prozess einbringen, das tun wir auch. Aber das müssen wir, denke ich, mal noch gemeinsam anpacken. Wie kriegt man wirklich den Arzt in dem Ort, wo er gebraucht wird? Wir versuchen unser Bestes, aber auch unsere Instrumentarien sind dort an der Stelle ein Stück mit Leitplanken versehen. Soweit mein erstes Statement. Vielen Dank, Herr Brunet.